Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Beim letzten Mal sind wir hier zur Kolonie May, je nachdem, sie sagen ja die ganze Zeit May, deswegen gehe ich ja auch mal auf May, reingereist, haben die Kommandantin K.O. am Strand ja gefunden und jetzt wollen wir der Kolonie hier helfen. Der ersten Kolonie, die tatsächlich eine gefälschte Flammenuhr haben. Da hinten stehen die vom letzten Mal noch. Mir kommt das übrigens so vor, als wäre das hier eine komplette Amazonen-Kompanie hier. Also ich sehe halt hauptsächlich nur Frauen rumrennen. Ist auch mal interessant, eine Kolonie zu sehen, die ja nur aus Frauen besteht. We need to time this right. On it. Das hier können wir uns gönnen. I hope we can make use of this. I found something shiny. We should take good care of that. So, einmal zu Schuh. So traurig. Good to add more names. So, das wäre die eine Hälfte der Information. I see some relations have changed. Hier sind die Unterkünfte. Nico kam mir ein bisschen jung vor. Die hat in der dritten Person von sich selbst auch geredet. Gute Frage, nächste Frage. Better make sure we're well rested. Ein Level hoch kann ich wahrscheinlich nicht. Nee. Dann bespreche ich mal wieder aus dem Bild, ne? Could you all come round for a second?
Oh no. What's going on? It's like back at Colony 4. Another Mobius messing with us. Crap! Talo? Hey, what's wrong with you? Sorry about this, bud. Talo! Don't worry, he'll be all right. But now... Muse Consul. It was you, wasn't it? Reality, right? It's just so dull. That's why nobody pays it any mind. They'd rather chase pretty dreams. You really should have just stayed dreaming. Why would you do something like this? When someone close to you gets hurt, you want to become stronger for them. That desire and sadness, they make for a quality flame. Is that why you arranged the attack? Conspired with Keves, sacrificed all those lives? Without some hardship, humans don't come together. It was just the same with you. Cut the crap! How could you put Fiona through this? I know perfectly well what I did! But Fiona, she never once gave up. She wouldn't let the dream be all there was. That purity of purpose. It lifted everybody up. The need to support one another. She taught me that as well. Oh, well, ain't that nice? Learn this! What are you... Don't hurt my friend! Even if she's bad, she's still my friend! Fiona! Fiona! Lance! Stand up. You can do better than this. Please, get up! You'll do your best for the others, won't you? You'll do all that you can, and then some! Stop it! I'll fight along with you if you want! I'll fight by your side against whatever it is that's making you sad, Irma! So please, stop calling it a dream! Hey! Don't disappoint me like that! You've already made your choice. You chose what you wanted to see, and freely! Just how heavy is that banner? How many lives do you carry? Please, stop! All of their hopes. You did say you'd shoulder them, didn't you? You said you'd never break her. You said we'd be together! Forever! Crying about it won't change the truth. The fact is, your friends are dead, and I'm the one who killed them! Das kam mega unerwartet.
dass ich die unter denen versteckt hatte. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Auf den Möbius bevorzugt gehen, ne? Obwohl, erstmal die Ads weg. Ist eigentlich besser. Ich weiß nur nicht, ob sie die unendlich neu spawnt. Weil das scheint ja ihre Fähigkeit zu sein, dass sie die Viecher spawnen kann. Nee, die spawnt die nicht neu. Ja gut, dann erst die Wölfe. Die halten nicht viel aus. Nur noch der Möbius ist es übrig. Ich warte gerade noch. Wer hat die Klinge nutzen? Jetzt kann die Angriffskette hinterher. Auf sie. Ist schon fast tot. Ich lass mich aus dem Bild. Ne? Da ist eh nicht mehr viel übrig. Ey, die beschwört die Wölfe doch wieder. Also von allen Möbiusen, ne, beziehungsweise Konsole, war das bisher das traurigste von allen, ne. Die waren miteinander befreundet, sie war gezwungen, ihre Freundin umzunieten. Das ist schon sehr, sehr traurig. So, this is where the flame clock was. How did we never see it before? Look. I'm not great with words, but I wanted to say, I'm sure she was a complicated person too. I'll never forgive what Ermer did. I know I can never, ever forgive her. But if I'd never met her, I wouldn't be who I am today. She's taught me a lot as well. Just promise you won't suffer alone, all right? If things get too much to bear, you can always talk to me. Tallow. If you need to grumble, or swear, or call someone names, I'm your man. I'll get rid of all your worries. You can count on this turkin head, okay? Same old Tallow. She woke me up, you know. Irma did. Made me watch you. I couldn't move. But I followed every word you said. Perhaps she didn't want you to be alone. But then, why? Why do something like that? I'm supposed to be the Turkin head, not Irma. I want to know about these Möbius people. I have to know what Irma was thinking.
Will you let me fight by your side still? No reason to say no. You're already our friend, Fifi. Don't ever forget how you're feeling right now. I think it'll keep you strong. Yeah. I won't. Not ever. Here we go! Man muss schon sagen, der Ferronis, der sieht richtig cool aus. Ja, die ist ein kompletter Supporter. Das hab ich auf jeden Fall rausgesehen. Lance mit der Fahne sehe ich irgendwie so überhaupt nicht. Ist auf jeden Fall ganz nett für die Angriffskette. Ich muss gerade mal gucken, wie viele Helden fehlen damit eigentlich noch. Nur noch 4, wir haben fast alle. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so extrem weit sind, dass nur noch 4 Helden fehlen. Hier, Bannerträger. Na gut, ich ändere das ja immer erst, wenn sie mit dem einen fertig sind, ne? Aber wir können ja trotzdem hier einmal kurz auf Bannerträger gehen. Und mal gucken, was die so an Techniken halt. Resonanzbanner. Das haben wir ja gesehen. Gewährt die eigene Stärkung auch allen anderen. Das heißt, alles, was sie irgendwie an Power-Ups hat, kriegen dann alle. Dann macht sie sich selber irgendein Power-Up drauf. Und hier macht sie ein Kraftfeld, was ein bisschen Autoheilung macht. Ja, guck mal, dieser maximale Aufwand, der hat auch so gut wie keinerlei Aufladung, ne? Also, die scheint ja recht schnell fertig zu sein. Okay, und die beiden sind vom Prinzip her dieselbe Technik, nur dass hier einen Tick länger und dass es ein Flächenangriff ist. Also finde ich eigentlich Ausleuchtung ist besser. Diese automative Regeneration finde ich ist jetzt nicht so wichtig, da gebe ich hier lieber einen Flächenangriff. Dieser Schrei des Glaubens scheint auch richtig praktisch zu sein. Also sie ist halt ein kompletter Gruppenstärker. Sie ist der Supporter schlechthin. Und logischerweise hat sie auch noch hier, dass Stärkungen geboostet werden. Wie gesagt, jetzt fehlen nur noch 4 von denen, ne? Dann haben wir eigentlich alle Helden gefunden. Das zeigt ja eigentlich, wie weit wir mit dem Spiel sind, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass wir so extrem weit mittlerweile sind. Na gut, ich will immer noch die Ultrafähigkeit eigentlich von Triton sehen, aber ich glaube, Monika wird dann erstmal bevorzugt, weil... Ich hatte ja schon gesagt, dass ich jetzt hier nach der Quest hier dann so langsam die Haupthandlung mal wieder ein bisschen vorantreiben will. Wir können ja noch eben kurz gucken, ob hier in der Kolonie vielleicht irgendeine Quest für uns ist. Wie gesagt, auf jeden Fall sehr, sehr traurig hier mit der einen da. Klar, die hat schlimme Dinge getan, aber die waren ja trotzdem so unzertrennliche Freunde. Deswegen ist das schon irgendwo traurig. Was ich mich natürlich frage ist, warum hat die das gemacht?
Tolle Kommandantin. Natürlich haben wir hier auch ein paar Informationen, ne? Nebenbei in der Kolonie von den Tritonen, da war nach dem einen Part überhaupt nichts. Also da war eine Person zum Ansprechen, da war keine Information, nichts außer zwei Kisten und da war auch nichts Interessantes drin. Die Dinge können wir ja auch gleich noch bequatschen. Wenn hier noch ein paar Nebenquests sind, dann können wir die ja noch bevorzugen, bevor wir die Hauptquest machen. Good to add more names. Hey, jetzt rede nicht schlecht über deine Freundin. Hier ist auch noch mal ein Aushang. Ich glaube, da hat wer Mist gebaut. Okay, ansonsten will hier offenbar keiner so wirklich reden. Ich habe schon erwartet, dass hier so ein bisschen mehr in Gesprächen ist. Vielleicht hier noch hinter dem Tor? Da ist deren Hafen. Habe ich jetzt hier einen Reisepunkt? Nö. Na gut, da oben war auch nichts weiter mit bequatschen. Man kann ja auch hier die Unterhaltung führen. Ja, jemanden, den sie gut kannten und gut befreundet waren, war eigentlich der Verräter. Das ist sehr schwer zu verdauen, ne? Die Nebenquests können wir auf jeden Fall noch eben kurz machen, ne? Dann müssen wir halt nicht beim nächsten Mal. Die hat die Information gar nicht weitergegeben. Heh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 
Das hast du selber verursacht. Dann klären wir die Unruhen mal auf. Ja, es ist nicht gut, so etwas geheim zu halten. Klingt doch gut. Sind ja auch nicht weit weg. Abgesehen von Goro sitzt wahrscheinlich da ganz oben. Oh, that smells gorgeous. Shall we eat? Good to add more names. So, nur noch zwei. Good to add more names. Und dann noch Goku. Die Blumenwiese ist wieder ein bisschen größer geworden halt nach der einen. Whoa, got a rare dude right here. Und wieder zurück. Eine Party? Thank you.
Wissen die es jetzt oder nicht? Das klingt doch gut. Auch wenn sie ihm fest mal darauf geben, dass sie ihre Freunde verloren haben. Beziehungsweise sie umgenietet haben. Bitte sag, ich hab die Zutaten schon. Weil ich muss bestimmt mithelfen. Was darf ich verkloppen? I see some relations have changed. Time to fish. Okay, ich darf angeln gehen. Hat jemand eine Angel für mich? I see some relations have changed. Oh, that smells gorgeous. Ich soll ernsthaft diese riesigen Fische vernichten? Oder wie? Nee, ich muss die da platt machen. Die Fische jetzt. I don't want to do this, but you're in our way. I could do this with my eyes closed. I'll keep on pelting them. No, I can't hold them off. Swoop! I have them. There! Side one Imperial I need sword. You, Mio! Reverse alert! I've lost the enemy! Great. Did you see me in action, Mimi? Sure I did, Sana. You look great. Okay, ich muss einfach nur Fischfilets sammeln. Ich wollte die in den Gruppenkampf entwickeln. Ja gut, dann verklaube ich eben kurz ein paar Fischis. Um Gottes Willen, was muss ich denn da bekämpfen? Ein Mogurm. I don't want to do this, but you're in our way. I don't want to fight them. All right. Hier ist ja groß. I'm getting in the groove. Keep it up, Mia. I need you, Mia. Imperial sword. Let's do it, Kion. Here we go, Lance. You've got it. My turn to shine! Draufhauen, Leute! So, von denen darf ich wie viele umnieten? Gut, dass wir so ein hohes Level haben. Das würde jetzt hier wahrscheinlich ewig lang dauern. So, wie viele von denen? Von denen brauche ich noch eine Leber. Okay. Ich muss noch einen von dem finden. Da vorne stimmt hier eins. So, und als letztes. Um Gottes Willen, die fliegenden Fischis. I don't want to do this, but you're in our way. Let's light these matters up. Sidewinder. Break. Howling. Energy grenade. Reverse edge. Oh, ist der Fisch. Oh, ist der Fisch. Are you ready, Jenny? Oh, wreck 'em good! Now, this is power! Founding Raven!
Vor allen Dingen das Vieh heißt leckeres Lodon. Bam. So viel hält es ja nicht mehr aus. Alter, ist der riesig. Okay, ein Filet hat gereicht. So, dann können wir ja wieder zurück. Everyone will be so surprised. I really hope they'll like it. Alle einfach denselben Gedanken gehabt. Denken halt alle gleich. Eigentlich heißt es doch zwei dumme Eingedanken, aber hier ist es eine ganze Lonie, also. Und schon verfinstert sich die Stimmung. Heute nicht streiten.
klingt jetzt aber nicht so, als ob die Probleme gelöst werden. I see some relations have changed. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da noch mal eine Mission zukriege. I see some relations have changed. Vielleicht hegt er ja Gefühle für Fiona. Die Jung. Oh, that smells gorgeous. Na, guck mal, hier ist schon wieder. Na gut, das ist jetzt aber etwas, das muss nicht heute mehr angehört werden. Wo ist der letzte im Bunde, der noch Informationen für mich hat? Wenn, dann will ich die heute schon mal absammeln. Ich will trotzdem beim nächsten Mal damit der Hauptstory weitermachen, aber ich wollte halt zumindest eine Quest hier dann noch abschließen. Da unten ist die letzte Informationsquelle. Sounds pretty serious. Ach, da will ich auch noch mal einer. Ich fand den Spruch ganz nett. Wir können die Informationen beim nächsten Mal ja zumindest einmal abhören. Beziehungsweise durchgehen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier für heute wirklich mal Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann.